Das hier ist dann jetzt doch wieder ein bisschen epischer. Grüße nach dem, was wir beim letzten Mal alles erlebt hatten mit Pobart und Umfangreiche. Ich will noch nicht zu viel versprechen, deswegen mache ich es am besten einfach nicht. Ich bin das Ganze momentan am Schneiden und es bahnt sich Großes an. Auch für morgen, nee, übermorgen, morgen ist Mittwoch, übermorgen Donnerstag geht's weiter mit den beiden. Aber heute machen wir ein bisschen Live-Let's Play-Geschissel. Ich muss einmal ganz kurz gucken, wir sind schon eine ganze Weile unterwegs. Ist auch immer wieder nochmal zwischengeschnitten hier die Geschichte mit dem Turm. Wir machen weiter mit Black Ops 6. Wir setzen das Ganze fort. Ich muss nur mal gucken, dass wir auch die richtige Lautstärke und alles haben. Okay, wir kriegen aber auch nochmal den Anfangsdialog vom letzten Mal. Was soll's zum Wohl? Hey, ist Felix. Mach dir. Ja, immer gerne doch. Es ist der Adler. Sag nochmal. Marshall, er ist weg. Dankeschön. Was meinst du? Das Labor ist leer und Gusev ist weg. Also sind wir am Arsch. Noch nicht. Ein Wissenschaftler mit einem Kanister der Wiege war noch da. Wie der, den wir aus dem Palast mitgenommen haben. Das war das beim letzten Mal, wo wir so schnell abdampfen mussten, ne? Wir hatten eine stimulierende Konversation. Wie stimulierend? Also, der Flughafen liegt im Kriegsgebiet. Schaffen wir es noch, ihn rechtzeitig zu erreichen? Ich habe einen Kontakt bei CENTCOM. Vielleicht kann er uns helfen. Vielleicht? Nun, wenn wir direkt aufbrechen, können wir es bis zum Morgen schaffen. Los. Dann wird bis direkt abgebrochen, ja. Wir brechen das jetzt ab. Ich hätte uns nämlich gesagt, wir machen noch mal ein bisschen Ballern, Season 2. Warst beeindruckend heute. Jetzt geht's aber auch los hier, ne? Endlich. Der legendäre. Dankeschön dafür. In Aktion. Ja. Kommen sie alle um Ecke hier. Was denkst du? Ich bin immer ein bisschen skeptisch, immer wenn viele Followers auf einmal kommen. Das ist aber ein Bobby-Ding. Grüße Rumpi auf jeden Fall. Schön, dass du da bist. Den Dialog hatten wir beim letzten Mal ja sowieso schon gehabt. Ich habe nichts von einem Priester, Felix. Wir machen heute dann erstmal wieder mit dem Live-Let's Play weiter. Ne? Wir müssen noch ein paar Projekte erstmal beenden, bevor wir dann mit Season 2, 1.1 starten. Und 1.1 wird auf ewig weitergehen. So wie Season 1 schon auf ewig weitergegangen ist gestern. Wir werden jetzt erstmal mit den Leuten, mit denen wir reden können, reden. Aber Felix hat ihm alles über Harrow und das Pantheon geschickt. Vor allem, weil die jetzt alle miteinander reden, aber wie gesagt, die Dialoge, die haben wir ja beim letzten Mal alle schon irgendwie ein bisschen durchgekaut. Ich liebe das Format jetzt schon. Ja, wir auch. Wir sind da auch momentan schon fleißig am Plan, was noch so alles kommt. Das wird Donnerstag geht's weiter. Donnerstag und Freitag machen wir jeweils auch nochmal eine Session und das wird großartig. Mal gucken, was passiert. Wir hoffen ja darauf, dass wir die beiden Charaktere erstmal noch eine Weile behalten. Er hätte vermutlich mehr. Aber das wird alles sehr, sehr schön. So, mit wem können wir jetzt reden, ohne dass wir weggeschickt werden? Hat er jetzt noch was? Ja. Ich packe bald zusammen. Ich packe hier bald zusammen und wir hauen direkt ab. Da ist aber auch ein kleiner, aber feiner Unterschied zwischen. Glaubst du, dass Livingston mit Harrow zusammenarbeitet? Harrow. Das Ding sagt nein, aber ich würde nicht alles draufsetzen. Jane schien nicht besonders besorgt. Sie hat uns weiter seine Spur verfolgen lassen. Schätzt du, hat das Pantheon vor? Diese Biowaffe ist seltsam. Du hattest Kontakt, aber offensichtlich war es schwächer, als was sie jetzt haben. Ich schätze, dass sie irgendeine Art Spektakelplan. Irgendwas, das den Leuten Schrecken einjagt. Das ist alles für den Moment. Wird interessant. So viel ist sicher. Ich habe mir zwei Schwelle angeschaut. Ich hab da schon Bock drauf. Ich habe da noch gar nichts zu gesehen. Aber vielleicht sollte ich demnächst auch nochmal so ein bisschen Trailer wieder aufholen, weil ich habe in letzter Zeit recht wenig Ankündigungen und so ein Zeug geguckt. Da muss ich mich auch mal wieder so ein bisschen hypen, gerade wenn es so in Richtung Weihnachtsgeschäft geht, ist es wieder langsamer Zeit. Da hast du noch was? Vielleicht sollte ich meine Prioritäten neu bewerten. Ach na gut, er wird Dieb. Wen haben wir denn noch? Jetzt habe ich natürlich nicht gesehen, wohin Seth abgehauen ist. Hier haben wir noch Woods. Hey, was ist los? Ja, guck mal.
Gameplay gezeigt ist schon nice. Da muss ich mal echt mal ein bisschen wieder mich hypen. Kommst du klar? Echt jetzt, Mann? Selbst wenn wir unseren Namen klären und überleben, in mein altes Leben kann ich nicht zurück. Die Sache hier, die Gruppe, ist auf beschissene Art gut. Du musst nicht nach Langley zurückkehren. Nein, aber ich hab's noch keinem gesagt. Ohne Mason, ich will mich um seinen Jungen kümmern, ihn aufziehen. Das schulde ich Mason. Und das Kind ist in Ordnung. David, aus ihm wird eines Tages was werden. Okay, das ist schon. Du hast es in dir, du bist ein guter Vater. Ich kann mir dich nur schwer als Vater vorstellen. Eigentlich schon. Jetzt mache ich's erst recht. Nur um es dir zu beweisen. So nämlich. Das ist alles für den Moment. Ja, Mann. Genieß Kuwait. Mit dem größten Vergnügen. Oh, ich hab gedacht, er zockt jetzt, aber macht er nicht. Er guckt Nachrichten. Darüber, dass in einem Casino was passiert ist. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was. Kann man eigentlich. Warte mal. Ich weiß, das Ding ist schon offen, aber. Ja gut, das sind ein paar wenig Tasten, aber sonst haben irgendwelche Leute ja grundsätzlich immer irgendwas. Also bei Last of Us zum Beispiel konnte man ja auch Gitarre eigentlich relativ frei spielen. Da haben sie ja auch instant irgendwelche Songs nachgespielt. Ich glaube, das ist hier dann jetzt eher nicht so das Ding. Irgendwas geht draußen ab. Apropos draußen abgehen, kleiner Disclaimer für die Live-Leute. Wir machen um kurz nach 3 bis 3:30, glaube ich, irgendwie oder sowas, beziehungsweise irgendwo da in dem Fenster kommt wieder unsere Essenslieferung, beziehungsweise Lebensmittel. Da gibt's kurz eine Pipi-Pause, beziehungsweise einen Pause-Screen und sowas, und danach geht's dann sofort wieder weiter. Außerdem warte ich noch auf ein Paket, aber das geht ja recht schnell. Also, heute ist wieder sehr, sehr viel Tür während des Streams, aber das bitte ich zu entschuldigen. Alles nur natürlich, damit Umfangreiche und Pobart am Donnerstag komplett durchstarten können, ohne Unterbrechung. Ist er hier irgendwo? Also ich gehe eigentlich immer davon aus, dass die irgendwann abhauen einfach und irgendwo im Haus zu finden sind, nur nicht da, wo man irgendwas finden könnte. Die, keine Ahnung, die werden auch kein Dialogfenster haben, hoffe ich zumindest. Ach, man kann auch im Haus rutschen, das ist ja auch nett. Voll im Multiplayer-Modus übrigens, ist auch das bitte ich zu entschuldigen. Ich muss erstmal wieder in das cineastische Live-Let's Play, in den Modus muss ich also wieder reinkommen. Aber wir haben Bodenkontrolle, das heißt, es gibt höchstwahrscheinlich wieder eine Zwischensequenz. Nicht jetzt. Bleib lange genug in der Hölle und du siehst den Teufel. Wie sieht er aus? Wie erwartet. Ich habe Langley verlassen wegen dir. Du erinnerst dich? Zentralkommando. Ich liebe diese Filmsequenzen, ne? Nicht so doppeldeutig. Vielleicht versuchst du es mal. Für mich ist es zu spät. Kannst du uns zu Gusev bringen? Ich bringe euch hin. Aber dann war's das für mich. Das ist nicht mehr mein Weg. Ihr kriegt, was ihr braucht. Und ich bin raus. Hör ich nicht zum ersten Mal diese Woche. Herr, gib mir Kraft. Hol deine Crew. Aufbruch in 5. Das ist von Sims. Sims in COD vor GTA 6. Wir gehen jetzt nach Kuwait, wenn ich das richtig verstanden habe.
Und das mit Path of Exile kann ich komplett nachvollziehen. Das war auch das, was mich immer so abgeschreckt hat. Aber wenn das ein bisschen einsteigerfreundlicher ist, dann finde ich das auch ganz geil. Mal reingucken würde ich schon ganz gerne. Oh, da geht die Frame flöten. Eagle 2, verlasse Formation. 5 Kilometer. Die Panzerei beschäftigt die Iraki. Ihr schleicht euch dahinter rein. Gusev wird euch nicht kommen sehen. Der Typ? Top-Laborratte einer Söldnerarmee? Gusev entwickelt Pantheons Biowaffe. Er wird ihren Plan kennen. Frag mich, wie er nachts schlafen kann. Hast du einen Rat für ihn? Hallo Iridin, vielen, vielen lieben. Leckt mich am Arsch. Nicht aufs Abo bezogen, ich hoffe, das weißt du. Dankeschön für 29 Monate, das ist geisteskrank geil. Dankeschön. Schluss mit dem Gequatsche und los. Ich bin eure Überwachung, also bleib. Ich glaube, ich spreche auch für Rumpi, wenn ich dir unser neues Projekt Hack ans Herz lege, was am Donnerstag auch wieder live läuft. Ich muss da jetzt so viel Werbung machen dafür, wie es geht, weil das ist auch jetzt zum Herzensprojekt geworden. Du bist auf der Jagd, aber wir haben Regeln. Ich will, dass du sie befolgst. Ja, ich gebe mein Bestes. Kann ich nur empfehlen, siehst du? Koalitionsluftangriffe sind fast vorbei. Das ist aber vielen lieben Dank für den Resub und herzlich willkommen. So. Der Luftangriff hat den Weg freigemacht. Das ist natürlich auch bestimmt. Ach komm, Leute, ganz ehrlich. Kann ja keiner mit ansehen. Das ist natürlich die Frage. Okay, da kommen sie. Mörserteams! Und Sniper. Scharfschützen auf der Überführung. Schaltet sie aus. Das Mörserteam ist ausgeschaltet. Ein Mörser ist noch übrig. Wo ist er denn? Der hinterm Auto? Devil's Clips. Jetzt wird's aber auch langsam ein bisschen übertrieben. Ne? Jetzt habe ich schon langsam wirklich das Bedürfnis, da mal nachzugucken, ob da nicht irgendwas im Argen ist. Season 1.1 ist der Knaller. Ja, es gab auch vorher nie eine. Vielleicht sollte ich die Beweise auch mal vernichten. Oh Gott. Auf die Mörser konzentrieren. Verschwinde da, Keith. Problem, ich kann da nicht verschwinden, weil ich glaube. Okay. Ich sollte hier verschwinden. Ich glaube, das wollte er damit sagen. Ich wollte jetzt eigentlich nur aus den Sniper-Schusslinien raus, aber von oben mit dem Mörser abgeknallt werden ist natürlich jetzt auch nicht so prickelnd tatsächlich. Jetzt mal so eine MLG-Montage hier draus machen. Schön die NPCs wegballern. Okay, wir machen. Er macht das schon. Ich glaube, ich war einfach aus seinem Zielbereich raus wahrscheinlich, ne? Und dann auch noch daneben schießen bei dem NPC. Mei, mei, mei. Hab ich jetzt eigentlich den. Doch, der Mörser ist gone, klar. In dem Fall gehen wir doch einfach mal hier rein. Seite des Terminals. Was suchst du denn hier im Innenraum? Stück. Stimmt. Beeilen wir uns. Ich wollte gerade sagen, hat er nicht mitgekriegt, dass sein Homie jetzt gerade einen Abflug gemacht hat oder was? Naja, die letzte Mission, die wir an dem Flughafen hatten, die war ein bisschen kontroverser, obwohl ich mich da nicht festlegen will. Ich glaube, es gab noch diverse andere Missionen an Flughäfen bei Call of Duty, außer dieser eine. Na komm, die brauchen wir wahrscheinlich eher noch in irgendeinem Innenraum, in irgendeinem Außenraum, meine ich nicht. Raum. Außengelände eher. So eine Snip. Ich glaube, die in Gebäuden drin macht nicht allzu viel Sinn tatsächlich. Das sind so kleine Benzintanks gewesen, die da rumlagen, ne? Sowas hier.
Vielleicht sollte ich nicht unbedingt die ganze Zeit in der Nähe von sowas stehen. Ja. Sagen sicher, dass wir sicher sind. Komme mit der Strichliste nicht hinterher. Ist das ein Problem? Das ist natürlich jetzt auch geil. Okay, wenn ich den runtergeballert habe, kriege ich den glaube ich auch im Nahkampf, aber ich glaube, der kriegt mich im Nahkampf auch. Da sind Granaten. Beziehungsweise Sprengstoff generell. Ich weiß nicht, ob da Granaten drin sind, aber da war auf jeden Fall ein Hochexplosivzeichen auf der Kiste. Vorwärts. Die erinnern mich immer noch an die Gegner aus Modern Warfare 2 am Ende. Irgendwie erinnert mich Black Ops 6 mehr an Modern Warfare 2 als Reboot als Modern Warfare 2. Wenn ihr wisst, was ich meine, die kannst du wieder haben, mein Freund. Hallo! Schweinerei. Hat jemand übrigens sein Gewehr vergessen? Schmeißen die mich einfach die ganze Zeit mit irgendwelchen Granaten ab. Kannst du jetzt bitte mal deinen Schnauzen halten? Dankeschön. Mein Gott, ey. Was ist er denn jetzt? Ein Snip oder was? Oder ist er einfach nur gepanzert? Er ist einfach nur gepanzert. Dass ich mal Leute mit Lebensbalken in einem COD sehen werde, ne? Das ist mir eigentlich auch schon... Das ist jetzt auch schon wieder frech. Was, wenn die das machen, dann darf ich das ja wohl auch machen. Und dann kommen wir dazu tragen, dass die gepanzert sind. Leute. Ich meine, ich stehe auch ungünstig direkt hinter den Holzkisten. Ist vielleicht jetzt auch nicht die allerbeste Idee. Machen erstmal ruhig. Erstmal nachladen, erstmal nochmal ein bisschen einen Situationsüberblick verschaffen. Gerade wieder Mr. Totholz-Aufträge. Ach, Mensch. Wie hieß er? Ne, vorne Noah, ne? Noah Totholz war... Ach so. Ja, genau. Noah Totholz ist auf jeden Fall schon Legende. Ich habe zwar gesagt, ich brauche die wahrscheinlich auf dem Außengelände, eher noch die Snip, aber... Gut. Lecko fuck, ich habe dem Tod ins Auge gesehen. Und er hatte schöne Augen, aber... Ich habe mich dann doch dagegen entschieden, mit ihm rumzumachen. Hallo. Das geht mir hier eindeutig zu haarig gerade. Ich meine, es soll ja eine große Schießerei sein, ne? Es soll ja auch ein großes Schlachtfeld darstellen und was weiß ich nicht, aber... ...30 Handgranaten. Dann nehme ich mir mal eine. Ja. Alles sicher? Hat das? Ja. Sicher. Vorrücken. Und da aller Sau, das Verhalten hier. Flugzeug ist da rechts. Es ist noch nicht auf der Startbahn. Panzer der Koalition werden jeden Moment in Reichweite sein. Das waren die, die Framerate zum Abschuss gebracht haben, ne? Das waren die, die unter uns rumgefahren sind da. Okay, ich kann hier ein Schloss knacken. Wir sind Verletzte. Überprüft eure Ecken. Sie sehen unbewaffnet aus. Ruhig bleiben. Arjuko, Sainuni! Warte, ich mach mal das Schloss kaputt. Hallo? Ich kann mir gut vorstellen, dass wir da vielleicht so ein bisschen Munition und Waffen drin haben. Und Geld. Willst du mich verarschen? Das war knapp. Unbewaffnet am Arsch, Alter. Du bestimmt auch hier. Munitionsvorrat auf der Theke. Ausrüsten. Jetzt werden die keine
komischen Sachen immer so, diese unbewaffnet macht sie nicht kaputt, ja, am Arsch. Ein bisschen auch nicht unbewaffnet oder was? Oh, Adler. Mir ist übrigens gerade eingefallen, ich weiß nicht, ob wir heute tatsächlich dann auch das Finale erreichen, weil so ein bisschen was ist auf jeden Fall noch auf der Agenda. Unter Umständen dauert das dann doch vielleicht nochmal bis zum nächsten Mal, aber wir werden heute auf jeden Fall einen ganz guten Part schaffen, glaube ich. Vielleicht auch bis zum Ende. Ich möchte nur definitiv nichts versprechen hier. Raketenwerfer im Nahbereich ist... Ja, ja. Das ist, das ist hier so. Problem ist nur, ich habe keine Muni mehr. Ja gut, jetzt habe ich ein Messer. Und C4, was man halt an der Bar so findet. Womit wir wieder beim Raketenwerfer im Nahen sind, ne? Da würde ich schön können haben. Seine hier. Bevor ich jetzt wieder hier irgendwas versuche mit Munition und hast du nicht gesehen finden. Natürlich. Das ist doch scheiße. Achso, da war noch einer mit einer Minigun oder was? Zumindest von dem, was ich da jetzt gehört habe, noch das klang auf jeden Fall verdächtig danach. Alle erledigt! Gehen wir zum Gate! Da ist die Gangway! Schnell! Feinde der Gangway! Geht nach Ärger aus! Geht in Deckung! Klapp sie nicht an Bord des Flugzeugs! Oh, mein Freund. Okay, eigentlich wollte ich den als Geisel nehmen. Das hat jetzt ganz und gar nicht funktioniert. Jemand vielleicht gemerkt hat. Ich weiß nicht, ob der vielleicht irgendwie schon... Ah, geh doch ein bisschen... Ich kann mich nicht bewegen. Was war denn das jetzt für ein Gas? Das nicht bewegen Gas oder was? Mehr Pantheon! Jemand brennt hier. Ah. Gut entdeckt. Kinder habe ich jetzt auch wieder fast keine Muni. Nehmen wir die mal. Das ist viel zu viel. Kann ich den eigentlich auch killen, wenn ich seine Rüstung runter hab? Keine Ahnung, wo er jetzt schon wieder her... Ah, hey, du Bastard. Das Ding hier ist meine einzige Deckung gerade. Erstmal selbst flashen, wie man das halt so macht. So, dankeschön. Mein Gott, ey. Das war jetzt aber auch eine Geburt gegen die Leute, die da rausgekommen sind. Es steckt zwischen uns und dem Panzer fest. Marshall, wir gehen jetzt an Bord. Verstanden. Zugriff und weg. Die Koalition klebt uns am Arsch. Durchkämmt die Kabine. Ich weiß noch, wie ich damals bei MW2 gegen Ende eine komplette Nacht gewastet habe. Erledigt sie! Nur um diesen dummen Veteranerfolg zu kriegen, wo man am Ende vom Spiel nochmal dieses Flugzeug clearen muss. Was? Ne, oder war es MW1? War das bei MW1 schon? Irgendeins von den Classic Modern Warfare Dingern halt, weil das war geisteskrank, dieses letzte Flugzeuglevel auf Veteran zu machen und dafür scheiß Erfolg zu bekommen. Ich hab da, glaube ich, legit irgendwie 8 Stunden eine komplette Nacht irgendwie dran gesessen. War irgendwann auch nur noch eine Choreografie, das hatte nichts mehr mit irgendwie einem spontanen da durchlaufen zu tun oder sowas, das war alles komplett einstudiert. Hörst du wohl auf. Mann
Also einfach immer das kaputt, was er da hinsetzt. So wie es gewünscht ist wahrscheinlich sogar. So, mein Freund. Jetzt aber. Sicher. Noch nichts von Gusev. Muss im Cockpit sein. Case, du bist dran. Na dann. Toll. Sicher. Ist nicht Gusevs Flugzeug. Falsche Fährte. Marshall, wir brauchen Augen auf Gusev. Ich durchsuche das Gebiet. Damit will man gar nicht mehr fliegen. Ich glaube auch nicht. Hab ihn. Außerhalb von Terminal 3. Sie bringen ihn zu einem Frachtflugzeug der Armee. Terminal 3, die andere Seite vom Flughafen. Wir nehmen die Abkürzung über das Flugfeld. Was zum Teufel redest du da? Diese Panzer? Komm jetzt. Was sagst du jetzt? Das Flugfeld oder kein Gusev? Wir sitzen hier auf dem Präsentierteller. Warum hat er immer recht? Das weiß ich leider auch nicht. Gusevs Wachtmaschine ist am anderen Ende der Rollbahn. Das ist jetzt auch wieder so ein COD-Moment, wo ich absolut keine Ahnung habe, wer jetzt eigentlich Freund oder Feind ist. Aber ich schieße jetzt einfach auf alles, was sich bewegt. So, dieses völlig überzogene Visier an meiner Waffe gerade tatsächlich. Das ist Adler, okay. Immerhin wird es mir wenigstens angezeigt. Koalition auf uns. Okay. Den hat's zermanscht. Dann nehmen wir uns den mal. Koalitionspanzer werden uns mit diesem T-72 unter Beschuss nehmen. Verdammt, ich werde von meiner eigenen Panzerlinie neutralisiert. Ist das eigentlich Leute killen mit dem Panzer oder ist es Leute überfahren? Für irgendwas kriegt man auch tatsächlich noch ein Achievement, aber... So, jetzt einfach mal wie der letzte Sylvester Stallone hier einfach durchzubrettern wie so ein Wahnsinniger. Okay. Wir hatten keine Chance. Also ich finde die zerstörbare Umgebung hier in dem Level tatsächlich relativ angenehm. So, fick deine scheiß Minigun, ehrlich. Ich glaube, es ist tatsächlich dann Leute, 25 Leute überfahren oder sowas. Gut, dass der Burger Town hier auf jeden Fall noch mit am Start ist. Represent. Da, einfach mitten durch, wie bei so einem Kreisverkehr, bei so einer Deko. Weißt du, es steht nur im Weg. Das ist ganz geil. Scheiß auf den Typen. Flugzeug am Boden. Scheiß auf den Typen, sagt er. Wir müssen los! Komm schon! Sie sind schwierig zu finden, Gusev. Zeit für ein Gespräch! Bitte! Das Pantheon zwang mich, Ihnen zu helfen. Die bedrohten meine Familie. Glaubst du das, Sims? Die Kinderbilder waren schon drin. Zum Glück haben wir einen Lügendetektor. Case, bring ihn zum Reden. So, ich muss jetzt gerade nochmal was machen. Was haben wir denn? Rippen schlagen? Was tust du für das Pantheon? Was ist das hier? Was ist das hier? Ich weiß nicht, warum sollten sie das verraten? Du lügst. Nein, ich schwöre, sie geben nichts weiter, außer wenn nötig. Ich weiß, dass du mehr zu bieten hast. Case? Was tust du denn so für das Pantheon? Hm? Hero brachte mir einen biologischen Erreger, die Wiege aus einem amerikanischen Labor. Das Pantheon wollte, dass ich ihn infektiöser mache. Gewaltsamer. Die Opfer reißen sich in Stücke. Wie Tiere. Wer arbeitet noch mit Hero? Daniel Livingston? Nie von ihm gehört.
Nie von ihm gehört. Gute alte Folterszene übrigens. Letzte Chance. Was ist denn das? Was ist der Plan? Hallo Dingens. Ich sag nichts. Wirklich, bitte. Ihr müsst mir glauben. Zieh den Stecker, Case. Nein, nicht. Stopp. Ich kenne das Ziel nicht, aber ich weiß, wo die Waffe ist. Ich höre. Vorkuta. Ein altes russisches Gefangenenlager. Das ist eigentlich auch keine Filmsequenz, ne? Warum mache ich meinen Cam aus? Bevor es geschlossen wurde. Aber da gibt es noch alles zum Hochfahren der Produktion der Wiege. Das reicht. Du kannst ihn entsorgen. Was? Nein! Nein! Es reicht! Hab gesagt, was er weiß! Du wirst auf deine alten Tage weich, was, Sims? Du hast deine Methoden und ich habe meine. Yusuf ist jetzt in meiner Obhut. Marsch! An sich ja auch nichts Verkehrtes dran, ne? Der Hauptgewinn ist in Vorkuta. Ich informiere die anderen von unseren Reiseplänen. Verlässt die Wiege das Lager. Kann Pantheon sie jederzeit freisetzen. Überall. Millionen wären in Gefahr. Macht vorher ein bisschen viel Dreck. Mit so einer Turbine. Grüß dich, Dingens. Ich hoffe, es geht dir gut. Jetzt kann ich die Cam ausmachen. Mit der Wiege in Vorkuta wird das Pantheon diese Basis gut verteidigen. Wir nähern uns in niedriger Höhe. Landen etwas außerhalb. Dann kommt deine Phase, Sir. Also, Fußmarsch zur Basis für Infiltration, danach Pantheon-Uniform finden, um nicht aufzufallen. Kein Problem. Ist genau dein Ding. Wenn du drin bist, kundschaftest du die Basis aus. Wir müssen ihre Verteidigung kennen. Und du musst versuchen, sie zu schwächen. Ein Saboteur? Oh, das werde ich genießen. Mit ausgeschalteter Verteidigung kann der Rest von uns rein. Dann müssen wir die Wiege finden und sichern. Bist du bereit? Lass mich von der Leine. Starke Militärpräsenz. Sieht sehr nach Pantheon aus. Kommst du da rein? Ich bin schon im Perimeter. Muss mich nur passend kleiden. Halt uns auf dem Laufenden. Stealth-Mission. Max-Stealth-Mission. Direkt das Lied. Sabotage. Das sollte funktionieren. Ja, würde ich sagen. Direkt erstmal schon mal so ein bisschen kinomäßig hier. Au. Ein bisschen K.O.-Holz, aber gehen eine Stunde noch welchen durch die Altstadt und dann gehen wir essen. Bald geht's heim. Oh, heimgehen ist super. Alles klar. Heimgehen ist auf jeden Fall immer schon was Gutes und essen gehen in der Altstadt ist bestimmt auch toll. Das wäre also an sich erstmal relativ positiv. Ja, ich krieg gleich Lebensmittel. Aufklärung durchzuführen. Wir sind alle ganz Ohr. Und mein, ich habe Weihnachtsgeld bekommen und mein Geschenk für Weihnachten quasi kommt gleich auch vielleicht an. deswegen geht es mir auch entsprechend gut tatsächlich. Und wir haben ein neues Herzensprojekt, was ich mit Hochdruck verfolge aktuell. Deswegen bin ich da auch sehr guter Laune tatsächlich. Also im Allgemeinen auch sehr gut. Missy kommt nach Hause, so gegen 5 glaube ich wieder. Wir machen erstmal so. Die haben eine beeindruckende Radaranlage. Ja, dagegen müssen wir was unternehmen. Was ich mich nur wundere. Eine Ladung an der Schüssel anbringen. Oder die Stromversorgung kappen. Die muss mit einem Generator verbunden sein. Gibt es andere Optionen? Hinter dem Sicherheitsfenster ist jemand stationiert. Ein bisschen plaudern wäre gut. Was ich mich nur wundere, ist, das Symbol bei den Untertiteln heißt ja eigentlich so, dass es in ihrem Kopf so monologtechnisch irgendwie, dass die anderen das überhaupt hören, ist schwierig irgendwie. Sieht geladen aus. Meinst du, du könntest Ladung? Aber sie redet ja effektiv mit denen über Funk. Vielleicht. Oder ich sabotiere ihre entnommenen Sprengköpfe und überzeuge sie, sie auszutauschen. Wenn du jemanden findest, der das macht, sicher. Ist eine Möglichkeit. Und den Heli haben wir noch, wenn der mich machen lässt, jawohl. Ein Kampfhubschrauber ist in einem abgesperrten Bereich gelandet. Vielleicht kann ich eine Sprengladung anbringen. Wenn du nah genug rankommst. Und sie wollen ihn gerade auftanken. Ich könnte mich am Treibstoff zu schaffen machen. Du könntest etwas Wasser reinkippen. Da ist ein Wachposten. Vielleicht kann ich die Wache da drin bezirzen. Gibt es andere Optionen? Eventuell. Sieht aus, als wollten sie Fracht einladen. Das könnte ich ausnutzen. Unbedingt. Unbedingt. Ja gut, wir werden wahrscheinlich eher das machen. Benutze die Sabotageradar, Kampfhubschrauber etc. Und wir sabotieren einfach das ganze Ding. Wenn du neutralisiert hast, sind wir startbereit.
So, nettes Gespräch. Sprengsatz, Sprengsatz. Ja, ich würde sagen, wir machen dann doch eher die Sachen, die so ein bisschen... Weil wir haben auch nur einen Sprengsatz. Den würde ich doch vielleicht dann irgendwie dann bei der Luftabwehr vielleicht sogar platzieren. Und Chef, halt die Augen offen nach der Wiege. Sie ist irgendwo in dieser Basis. Es gibt auch noch die Möglichkeit, glaube ich, dass sich das ganze System quasi selbst auseinanderschießt. Das gibt's auch. Da gibt's sogar ein Achievement für. Da weiß ich den Weg jetzt allerdings nicht. Und ich will jetzt auch noch nicht großartig rumexperimentieren hier. Stromversorgung finde ich lame. Strom ist doch schnell geholt, oder nicht? Ja, aber für so einen kurzen Moment zum Eindringen, irgendwo in der tiefsten Pampa hier, ist das vielleicht, weiß ich nicht. So. Guten Tag. Ich habe die Tür aufgeschlossen mit meinem Dietrich. Moin. Will ich mit dir reden? Guten Morgen. Nicht für mich. Kann es kaum erwarten, hier zu verschwinden. Das sollte 3 Tage dauern, nicht eine Woche. Ja, wem sagst du das? Hab aber mal gedacht, immer so, ja, macht. Das dauert hier 3 Tage, dann seid ihr wieder zu Hause, könnt euch schön irgendwie einen Film geben und sowas und dann Arsch lenken. Ach guck mal, hier können wir auch random noch einen Sprengsatz. Obwohl, so random ist der glaube ich gar nicht, ne? Das ist glaube ich der eine Sprengsatz, den man für die Radarschüsse markieren konnte oder so. Ja, ich glaube so ganz so random ist der nicht. Übrigens gerade gesehen, Picknick ist gleich da, deswegen... noch so schnell wie möglich die Sachen hier mitnehmen. Sergeant Whitman, dass alles bereit sein wird. Ende. Verstanden. Ist das Radarsystem gerade in Betrieb? Soweit ich weiß. Warum? Stimmt etwas nicht? Das scheint nur etwas übertrieben, oder nicht? Er wollte uns doch hier draußen schon angreifen. Nein, ich habe nur zufällig gehört, dass jemand das als Shot bezeichnet hat. Ich war neugierig. Gut möglich. Ich versuche noch diesen Scheiß zu verstehen. Eigentlich muss man da immer so ein bisschen teeküchenmäßig, ne? Immer so, ja, da hier, der Schrott da, immer so, ja. Also dieses typische, der typische Teeküchenschnack, den müsste man ja eigentlich mal anbringen, immer so, erstmal scharfes Auge. Die haben erst kürzlich eine Klatter-Simulation durchgeführt, was immer das ist. Das Radar muss offline sein, wenn die Simulation läuft. Hm. Noch was? Meldecodes, interessant. Hier ist etwas als Fehlfunktion Code 11a aufgelistet. Das ist auch so ein bisschen lückentextmäßig ist wahrscheinlich. Hatte am Funk einen Sergeant Whitman erwähnt. Könnte nützlich sein. Okay, Code 11A, Sergeant Whitman und Klettersimulation. Also, was gibt's? Kommando sagt, das war das Thema der FC-Störung. Ne, 11A, da. Irgendwas mit 11A, Kommando befürchtet Fehlfunktionen. Warum höre ich erst jetzt davon? Sergeant Whitman war richtig. Hat er genauer erklärt, was er will? Ach, kennst du ihn doch, ne? Hier, ne, der sagt ja nie, was er will. Wettersimulation, er möchte, dass du die Klatter-Simulation nochmal durchführst, weil die unvollständig war. Ich nicht. Es ist das erste Mal, dass ich mit so etwas zu tun habe. Ich warte einfach auf dein Signal, um die Simulation zu starten. Alrighty. Das war einfacher als erwartet. Ich habe den Techniker überredet, eine Klatter-Simulation durchzuführen. Ach ja, die ist das, weiß ja, ne? Hast du eine Kippe? Sie werden uns nicht kommen sehen. Kann ich mit dir reden? Ne. Ich kann ihn leise niederschrecken, aber das ist in der Öffentlichkeit. Such es dir aus. Heli- oder Luftabwehrsystem. Die Sache ist jetzt nur, ich habe so das Gefühl, die stehen unten. Jetzt nur die Frage, wie lange er noch zum Sortieren braucht, aber ich kann mich zumindest schon mal in die Richtung begeben und dann machen wir, wie gesagt, einmal gleich kurz Pause an. Und da sind sie auch schon. Ich bin sofort wieder da. Und es wurde noch spannend. Alles, was kühl muss, ist kühl. Also hoffe ich jetzt zumindest mal, dass ich jetzt keine Tüte vergessen habe. Und wir können weitermachen. Geh mal hier rein. Achso, hier ist dann jetzt direkt schon der Officer für das Ding. Aber hier ist auch zumindest noch kein Bereich, wo ich nicht rein darf. Das ist schon mal ganz gut. Hey, hey, Frischfleisch. Hey, hey. Ist nichts Persönliches. Das ist der reinste Taubenschlag hier. Okay, ich bin schon seit Anfang an dabei. Ja, ich bin gerade angekommen. Du weißt, dass die Lieferung der Sprengköpfe entladen werden muss, oder? Ist gerade erst angekommen. Ich sehe keinen Grund zur Eile. Thanks. TAX. Boah. Ey, gestern war auch wieder Throwback in die Jugend, ganz ehrlich. Mit der WoW-Geschichte. Das habt ihr, glaube ich, gar nicht mehr gesehen, dann, weil ich den Chat verdeckt habe dann mit der Cam. Ja, dieses GZWB, also dieses GZTAXNP-Gelöt und sowas, das war... herrlich. So, können wir da scharfes Auge machen? Was ist doch hier bestimmt? Dann nehmen wir den erstmal. Der Sprengköpfe scheint aus Belarus zu stammen.
Okay. Das sind immer so Hashtags, ne? Also quasi Belarus auf jeden Fall merken. Eine Arbeitsanweisung, neue Lightships in die Sprengköpfe zu setzen. Modell GCX-78. GCX-78. Belarus GCX-78, nehme ich an. Köpfe werden nicht vor morgen installiert. Vielleicht kann ich das beschleunigen. Maybe. Nicht vor morgen. Da habe ich mir natürlich das Datum nicht gemerkt, aber ich hoffe, das ist nicht wichtig. Sprengköpfe. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Okay, pass auf. Ich weiß, dass sie direkt aus dem Irak... Nee, die sind aus Belarus. Wir haben dort Verbindungen. Ja, aber die Dinger sind noch nicht bereit. Erstmal so ein bisschen Honig ums Maul schmieren, ne? Ausrüstung ist geplant. Das Kommando will die Ausrüstung eigentlich erst nächste Woche. Ist für morgen geplant. Wir brauchen die aber sofort. Was ist das Upgrade? Der neue Lightship. GCX-78. Okay. Ich schätze, ich kann mir das am Nachmittag mal ansehen. Scharfes Auge represent hier, auf jeden Fall. Kein Problem, ich bin dazu befugt, es selbst zu erledigen. Ich komme wieder, sobald ich fertig bin. Dann tob dich mal aus. Das mache ich mit dem allergrößten Vergnügen. Bin aber wieder raus, muss ich langsam fertig machen. Dann dir viel Spaß vor allem beim Essen. Und vielen lieben Dank für den kleinen Abstecher in den Stream. Bis die Tage auf jeden Fall. Eingeschränkte Aktion. Ich hoffe mal, das kriegt jetzt keiner mit. Und wir sind im gesperrten Bereich. Das heißt, hier darf ich mich nicht blicken lassen. Ich weiß nur nicht, wie schnell ich tatsächlich auffliegen kann. Wohin auch sonst? Wir haben keinen Platz mehr. Wer ist da? Einfach nur für den... Entschärf die Situation, wenn es geht. Ich sollte die Leiche hier nicht rumliegen lassen. Das geht doch, oder? Ja. Ich wollte sagen, der Schrank sieht doch verdächtig danach aus, als könnte man da Leute reinlegen. Gut. Ich glaube, wir nehmen hier nachher am Ende sowieso alles durch nochmal auseinander. Nützlich werden. Irgendwie hat es vibriert. Das ist, irgendeiner hat mich, glaube ich, noch nebenher noch gesehen. Ah, da. Ja, okay. Hin und wieder kommt mal so ein kleiner Punkt durch hier. Nehmen wir mal den Drahtschneider mit. Auch ein Dude. Ja, hier ist noch ein Dude und ein Schrank. Ich bin jetzt einfach mal vorsichtig und nehme den auch nochmal auseinander. Nicht jetzt hier irgendwie großartig nochmal auffliegen durch irgendeinen Scheiß. Jo, hier kann ich mich austoben. Da hinten war noch irgendwas. Ah, noch ein Sprengsatz. Ach, guck mal, jetzt haben wir zwei. Verteidigungen platzieren. Das ist natürlich schon mal ganz geil. Müssen mal gestutzt werden. Ihre Raketen können Sie vergessen. Sehr gut. Gute Arbeit. Bring jetzt die Wache dazu, die aktiven Sprengköpfe gegen die Blindgänger zu tauschen. Ich will die Tür zumachen, aber ich kann nicht, weil die immer blockiert ist, wenn ich drin stehe. So. Ich muss sie noch nicht mal zumachen, aber irgendwie will ich. So, jetzt nur noch mal dem Typen Bescheid sagen, dass die Sprengsätze fertig sind. Das möglichst ohne jetzt hier großartig aufzufallen, aber man wird nicht so schnell entdeckt tatsächlich. Das ist zumindest schon mal ganz gut. Also ich kann mich noch relativ frei hier bewegen, ohne dass mir jetzt einer direkt gegen Karren pisst. So. Sieh an, wer zurück ist. Das Upgrade ist installiert, jetzt müssen die Sprengköpfe nur noch getauscht werden. Okay. Ich lasse die neuen Sprengköpfe direkt installieren. Das ist vorbildlich. Jetzt musst du nur noch ihre Flügel stutzen. Nimm dir den Heli vor, Seth. Ich will die Tür zumachen. Och Mann. Naja. Kann ich wohl nicht jede zumachen, ist jetzt auch erstmal wurscht. Stutz die Flügel. Ist jetzt nur die Frage, wo der ist. Da irgendwo, ne? Wie war denn das immer so? Kann ich irgendwo die... Ne, da nicht. Kann ich die Karte irgendwo sehen? Hier. Explosive Ladung, Kraftstoffversorgung, Helikoptergelegenheit. Vielleicht kann ich einen Sprengsatz an der Fracht platzieren und den Mann im Tor sprechen und ihn verladen lassen. Was dauert das? Hello. Hey du, ich muss was in den Heli laden. Es ist dringend. Sicher. Und das Autorisierungsformular? Ich hab ein... Ne, scharfes Auge. Ich hab jetzt gerade keins. Ist das nicht das Abzeichen der französischen Fremdenbrigade? Hm. Ist es das? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Was haben wir noch? Mehrere Autorisierungsformulare mit der gleichen Unterschrift. Captain Betzer, der hat ja wohl was zu sagen. Und... Süß,
Er hat ein Foto seiner zwei Töchter bei sich, während er biologische Waffen ausgräbt. So. Hast du das Formular oder was? Du warst bei der französischen Brigade, mein Bruder auch. Ach was. Ich verdanke ihnen viel, aber nach 5 Jahren musste ich raus. Nichts für ungut. Ja, ist kein Thema. Hübsche Familie, du bist für deine Jungen und dein Mädchen gegangen. Du bist für deine Mädchen gegangen, nehme ich an. Ja, Angela und Christine. Natürlich war ich nicht zum Vater geschaffen und hier bin ich. Aber genug von mir. Ich sollte dir mit deiner Fracht helfen. Erstmal emotional brechen, weißt du? Angela, ich habe Captain Metzger und Wecker. Ne, Betzer. Er braucht einen Hubschrauber sofort beladen, aber es gibt keine Formulare mehr. Ah, typisch. Wir sollten Betzer nicht wieder anpissen. Sehe ich auch so. Ich leiere das an. Vielleicht kann ich mit der Fracht vor dem Tor etwas anfangen. Fracht vor dem Tor? Hier oder was? Können wir den Scheiß aufladen? Nee, noch nicht ganz. Gut, sag mir einfach Bescheid. Muss hier nochmal was anbringen gerade. C4 platzieren. Die Frage, ob mich dabei jemand sieht. Er könnte mich dabei sehen. Oder gibt. Also. Ja, nee, das ist ja die, die jetzt gerade drauf ist. Das heißt, das ist so das. Kannst du dich bitte einmal umdrehen? Ich brauche ein bisschen Danke. Ein bisschen Diskretion brauche ich hier schon noch. Ladungen an der Fracht platziert. Fehlt nur noch ein Idiot, der die Bombe in den Vogel lädt. Idiot gefunden. Ist geklärt? Ja, ist alles geklärt. Kannst es rein. Wird auch Zeit. Dann mal los. Gut. Das war es, oder was? Oder können wir noch mal irgendwas machen? Ne, das war's jetzt anscheinend. An den Heli wurde ein kleines Geschenk ausgeliefert. Es ist Weihnachten in Vorkuta. Das wären alle Ziele. Und keine Spur von der Waffe. Es muss eine Sicherheitsstation geben. Vielleicht kannst du die Waffe auf den Kamerabildern finden. Dann fliegen wir aus allen Rohren feuernd rein. Hier ist eine Restricted Area, ne? Na ja, gut, aber da anscheinend auch, okay. Nutze die Sicherheitsstation mit dem allergrößten Vergnügen. Ich muss nur wahrscheinlich irgendwie reinkommen, ohne dass man mich da großartig findet. Ich sehe hier verstärkte Aktivität. Sei besonders vorsichtig. Super Tipp. Moin. Ich bin am Sicherheitsterminal. Sekunde. Es ist mit einer dieser Chiffren gesperrt. Natürlich. So, 6 ist ein P. Pantheon. Nehme ich jetzt einfach mal an. PA. Mit TH, ne? Oh, tatsächlich nicht? 8, 6, Pan. 2, 3, 4, 3, 4. 6 ist wieder ein P, dann eine 1, T. Das habe ich jetzt tatsächlich nicht erwartet. Wahrscheinlich, weil die sich selbst immer so. Pantpte. Ja, keinen Sinn. Das ist auch nicht Pantheon, ne? Panoptes. Bin drin. Haben sie dann wahrscheinlich auch gesagt, ja, ist alles zu einfach, ne? Bla bla bla. Haben wir hier, haben wir die Leute mit dem Heli. Noch ruht der See still und starr. In dieser gar winterlichen Welt. Gestern Morgen, Commander. Das ist kaum genug Zeit, um vollständig... Zeit? Ja, das Risiko einer Konter... Ich wäge die Risiken ab. Commander, wenn... Ist das? Das ist Harrow. Wir haben getan, wofür wir gekommen sind. Die Waffe wurde verschickt. Verschwinden wir, bevor die CIA oder die Russen uns bemerken. Deutlich genug? Ja, Ma'am. Es war hier ziemlich ruhig, aber ich rechne nicht damit, dass es noch lange so bleibt. Kommt mit mir. Na gut, weiterverfolgen konnte ich sie jetzt nicht. Schlechte Nachrichten.
Lass hören. Die Waffe wurde verlegt. Harrow hat selbst bestätigt. Jane ist hier? Können wir ja wenigstens nochmal die Basis auseinandernehmen, würde ich sagen. In einem Labor. Vermutlich unterirdisch. Herrgott. Okay, neuer Plan. Wir gehen nicht mit leeren Händen. Wir stiften Chaos und schnappen Harrow. Unverletzt. Ich habe ein paar Fragen. Ich suche einen Weg unter die Erde. Rücken jetzt aus. Ich bin aber gespannt, ob das mit dem Unverletzt so gut funktioniert tatsächlich. Aber werden wir dann sehen. Zeit, das Radar vom Netz zu nehmen. Mit Vergnügen. F2-Contact-Radar-Mission? Nee, macht gar keinen Sinn. Die Flatter-Simulation ist vorbereitet. Ist Whitman bereit? Das ist er. Starte jetzt. Tja, wenn er wüsste. Aus Nordosten nähert sich ein Flugobjekt mit hoher Geschwindigkeit. Siehst du das? Im Ernst? Nein, ich lasse gerade eine Simulation laufen. Sieht aus wie ein... Ja. Wie sieht das aus? Oh. Am besten unverletzt, ne? Aber den Rest der Basis nehmen wir dann schon noch ganz gut auseinander. Das war's mit dem Wachturm. Gar nicht, wo die herkommen. Ach, da. Also an Seths Stelle wäre ich ja jetzt auch mal in Deckung langsam, ne? Dass jetzt die ganze Zeit auch einfach nur noch durchgehend draufballern soll. Ja, dem ganzen Geschleiche brauchen wir jetzt auch mal wieder ein bisschen Call of Duty Feeling hier. Okay. Gute Arbeit, da bin ich konditioniert drauf, danach höre ich auf. Case, mir nach! Adler, du folgst Case! Let's fucking go! Direkt hinter dir, Case! Ein Millionenschuss abgefeuert. Hast du mitgezogen? Jeden einzelnen Schuss habe ich genau notiert, per Strichliste. War doch klar. Oh Gott. Das sieht auf jeden Fall klar, Frame für Frame gezählt. Sehr gut, das ist Dedication auf jeden Fall. Was anderes will ich hier im Chat auch gar nicht sehen. Könnt ihr mal bitte aufhören, auf mich zu schießen? Ich hab eine Mission hier. Ich dachte, ich versuch's mal. Und da fällt er um. Ja gut, hier ist... Achso, wir sollen da draußen. Ja, okay, Entschuldigung. Warum genau sind wir hier draußen? Ich habe gedacht, wir müssen da jetzt irgendwie in diesen Komplex rein. Oder wo ist der Eingang vom Komplex? Ich weiß ja gar nicht. Achso, Entschuldigung. Lass mal Seth abknallen. Wenn die Panzerung jetzt nicht allzu viel bringt tatsächlich, aber wir nehmen sie trotzdem einfach mal mit. Ach nö, er schon wieder. Pantheon, lässt uns alles entgegen, was wir haben.
Ich meine, Partikeleffekte schön und gut, ne? Aber ich würde halt schon noch ganz gerne wenigstens ein bisschen was sehen in dem Game. Ja, kennt jemand eigentlich noch Black? Jetzt wo wir Black Ops spielen gerade. Quasi den Shooter von den Burnout-Leuten. Das war damals Partikeleffekte Deluxe. Oh Gott, ich bin völlig dumm einfach nur da reingerannt. Ja. Das wäre auch so ein Ding, ich glaube, ich habe sogar noch. Ich meine, der ist sogar im Game Pass durch die ganze EA-Geschichte und so. Müsste der da eigentlich drin sein. Das war ein geiler Shooter. Ich habe den aber auch nie durchgespielt. Ich glaube, wenn das überhaupt das Spiel war, was ich gespielt habe, und nicht nur einfach eine Demo, aber ich habe, glaube ich, echt immer nur den Anfang so ein bisschen gedaddelt und dann wieder aufgehört, leider. Das wäre auch sowas, was ich vielleicht mal irgendwann nochmal retro-mäßig mal in den Stream bringen müsste. Immer in der Kampagne. Ich habe immer das Gefühl, man kann da auch nicht gedrückt halten. Der hat dann immer so einen ganz komischen Break nochmal mit da drin. Frage, warum sind wir dann nicht da vorne irgendwo runtergegangen, sondern am anderen Ende der Basis in so ein Haus rein? Hätten wir uns nicht einfach direkt am Anfang abseilen können, als es noch Chaos war, und dann einfach in den Komplex rein? Pantheon, setzt uns alles entgegen, was wir haben! Ja. Hot Wheels. Gehen wir mal kaputt da. Bock noch ein paar zu schicken? Sehr gut, machen wir nochmal. Sehr gut. Aber jetzt hast du nur noch einen Lebensbalken, das heißt... Genau das. Och nö. Also von allen Pantheon-Einheiten, habe ich glaube ich letztes Mal schon erwähnt, ist er der, der meistens auf den Sack geht mit seinem komischen Schild. Dann ist das sogar noch der mit den Raketen jetzt, oder was? Na klasse. What the fuck ist das? Also wir haben jetzt hier diesen Gegner, der hat auch ein absolut OPes Schild tatsächlich. Und guess what, jetzt hat er noch mehr. Okay, cool. Bleib ich halt nicht. Also ich gehe dann halt einfach hier in Deckung und mach... Okay, cool. Ey, wir haben hier diesen Typen mit dem Schild. Ehrlich. Das ist auch wieder so eine Stelle, die hätte man theoretisch mal ein bisschen anders machen können. Ich meine, ich verstehe ja, dass da eine Herausforderung hinter ist. Aber hätte man die nicht auf Soldat oder hier auf Dingens, nicht Veteran, was ist das dazwischen? Rekrutsoldat und dann irgendwas dazwischen auf jeden Fall. Irgendwo da dann erst einbauen, wenn man auf normal spielt, dass man so ein bisschen Story-Feeling hat wenigstens. Nicht fünfmal durch diese Basis hier durch muss, weil am Ende einer mit einem Schild und einem Raketenwerfer steht. Beziehungsweise sein Homie. Dann nehmen wir bitte seine Hot Wheels loslassen, weil dann komme ich glaube ich schneller zu ihm hin. Ich kriege ihn auch wahrscheinlich dann immer mit seinen Hot Wheels einfach kaputt. Das geht natürlich auch. Der hat nicht mal irgendwie so eine fahrbare Ladung irgendwie mal fallen lässt oder sowas, sondern nur Minen, ist eigentlich ein bisschen schade. Ich glaube, ich stand aber auch richtig scheiße da in der Ecke tatsächlich. Habe ich ihn jetzt zumindest einmal gekillt.
Kann ich eigentlich durch das... Ne. Also zumindest habe ich jetzt zweimal nicht getroffen, da an der Scheibe direkt, aber... So, Nutten. So. Ja, gar keinen Bock drauf auf deine Shenanigans hier. Munition trifft sich auf jeden Fall schon mal sehr gut, danke. Gut, Felix, wir gehen unter die Erde und suchen Harrow. Felix! Felix, der Kontakt bricht ab. Hörst du mich? Ich höre dich wunderbar. Ah. Was zum Teufel? Was machst du? Leg deine Waffen nieder. Ich kann dich und die anderen hier rausbringen, Troy. Das glaube ich nicht. Ich glaube das schon. Gedrückt, um Ausrüstung zuzuweisen. Achso, die Nummer. Ja, warte mal, dann kann ich ja hier mit dem Disruptor vielleicht nochmal ein bisschen was machen. Voraus! Bin hinter dir! Du bist ungeschützt! Habe ich diesen dummen Zaun getroffen, anstatt tatsächlich das, was ich eigentlich haben wollte? Da. Einfach mal drei davon komplett gewastet. Über zwei gewastet, einen nicht so. Du Nutten. Oh, vielleicht gar keine Gasmasken. Na komm, ernsthaft. Er ist ein bisschen sehr stumpfsinnig auf mich zugelaufen jetzt. Das ist mir tatsächlich jetzt nicht unbedingt entgangen. Hartnäckig wie immer, Troy. Aber dafür ist eine Nummer zu groß für dich. Dreh einfach um, bevor du verletzt wirst. Oder Schlimmeres. Ist dann jetzt auch vorbei mit... Oh Gott. Ich glaube, die Frotschlinte ist ausgeschaltet. Als ob das jetzt noch nicht gereicht hat. Das hat gereicht. Wie viele Pantheon? Ich meine, gut, das ist höchstwahrscheinlich die Basis von Pantheon hier, aber wie viele von denen gibt's hier? Weißt du, was dein Problem ist, Troy? Du bist zu stur. Du weigerst dich, das große Ganze zu sehen. Sieht mir so ein bisschen nach Bossfight aus, was hier passiert gerade, ehrlicherweise. Dir beizubringen, aber du hörst nicht zu. Dann rüsten wir uns mal für einen Bossfight. Ich kann dich hier lebend rausbringen. Ich biete dir dieselbe Wahl, Jake. Vorsicht, Minigun! Ich habe deinen Mut immer bewundert. Das macht es so schwer. An alle Stationen. Da wird jetzt nur noch drauf gehalten, das ist der Philipp Way of Life gerade. Das war der letzte. Noch lange nicht, glaub mir. Ich habe keine Zeit für diese Scheiße. Okay, Divide et Impera. Case, links, Seth, mit mir. Nach links. Die Frage, ob das jetzt die richtige Entscheidung war oder... Okay, ich habe jetzt einfach nur den Geröllhaufen gesehen, aber dann geht es dann doch tatsächlich da lang. Case, ich weiß, dass du mich hören kannst. Troy hat seine Wahl getroffen, aber das muss nicht deine sein. Du hast deine Gabe. Lass ihn nicht hier im Dreck verrotten. Oh, ich kann nicht vorbei. Tag. Wir können nicht ändern, wie ihr meldet. Jetzt schon wieder See hier. Splack krieg ich da. Das ist bestimmt dann jetzt hier gleich irgendwo ums Eck und möchte mir seinen Britzelscheiß ins Gesicht werfen, dann werfe ich mal meinen Britzelscheiß ins Gesicht.
Oh Gott. Oh Hase. Guten Tag. Ich nehme an, Gusev hat euch hergeführt. Ich wusste, er würde uns enttäuschen. Aber ungewöhnliche Umstände erfordern ungewöhnliche Partner. Ich wette, du weißt das selbst ganz genau. Ich wurde sogar so ausgebildet. Ich respektiere dich, Case. Das tue ich wirklich. Du gibst dich voll und ganz deiner Arbeit hin, hast Prinzipien. Auch wenn du es nicht glaubst. Die habe ich auch. Nur eine Frage der Perspektive. Das sind nicht die Prinzipien. Jane, du stellst eine biologische Waffe her. Oh, das ist also deine rote Linie, Case. Die Art der Waffe? Welche Rolle spielt die Form, wenn sie deine Werte beschützt? Was, wenn du eine Person mit der Waffe tötest, aber du rettest zwei Leute? Boah. Ruhig, ruhig. Der hat gesessen. Du kannst mich töten, Troy, aber du kannst das hier nicht aufhalten. Lass mir nicht gerne sagen, was ich nicht kann. Felix, bereit machen. Wir kehren zurück zum Turm. Mit einem Gast. Ja, wir haben einen Gast dabei. Da unten. In Deutschland haben wir ein Sprichwort. Jeder ist seines Glückes Schmied. Das fließt auch Harrow mit ein. Wir wissen nicht, wo diese Waffe jetzt ist. Wir können vom Glück reden, wenn Jane anfängt zu reden. Falsch. Das wird sie auf die ein oder andere Art. Vertrau mir. Wir sind auf dem Heimweg und ich spüre eine riesige Guillotine über unseren Köpfen hängen, die jeden Moment fallen kann. Wen bringen wir hier zurück? Sag kein Wort. Sie hat dieses "Ich weiß etwas, das ihr nicht wisst" Grinsen im Gesicht. Ich fand das früher niedlich. Amüsant. Vielleicht hätte ich es kommen sehen sollen. Sie hat sich verändert, aber ich nicht mit ihr. Doch ich konnte den Unterschied nicht erkennen. Ich krieg das nicht in meinen Kopf. Die Motivation. Sie war Patriotin. Trat in die Fußstapfen ihrer Eltern. Beide CIA. Sie waren ihre Inspiration. Glaubten immer an die Mission. Sie hätte sie nie enttäuscht. Was übersehe ich hier?